Jürgen Mühlfeld und Regina Klinke von der Casa 21 haben diesen Blick, diesen einen Blick. Sie suchen die Unscheinbaren in Frankfurts Fußgängerzone. Es ist ja eine Strategie von Wohnungslosen in der Regel, dass sie nicht auffallen wollen. Morgen. Guten Morgen. Wir kennen uns von der Casa 21. Nein, können Sie ja auch sitzen bleiben, kein Problem. Und wie geht's Ihnen? Wie war die Nacht? Danke, schlecht. Schlecht, ja. Waren Sie in der Hauptwache oder wo haben Sie übernachtet? Auf der Straße. Sie waren oben gewesen, ja? Ja, ja, dort bei Till und da. Ah, da, okay. Und wie lange dürfen Sie da bleiben? Wann müssen Sie dann da aufstehen bei C&A? Manchmal muss ich aufstehen, weil die Menschen, die Leute müssen dort arbeiten. Ein alter Bekannter. Die beiden Straßensozialarbeiter gucken regelmäßig nach Herrn S. Sie kümmern sich um den Mann, der auf der Straße lebt und sich sichtlich freut über die Zuwendung. Und außerdem, Herr Schmidt. Es reicht mir, wenn ich mit jemandem, der Mensch ist, ein bisschen zu sprechen. Ja, man merkt. Was waren Sie von Beruf? Ich bin Diplomkaufmann. Das hört man. Sie sprechen, Sie können sehr gut Deutsch, Sie sprechen sehr ausgewählt. Meinen Sie? Ja, sehr edel. Ja. Sehr edel wirkt das. Ja. Oh, wenn Sie möchten, kann ich noch 5 Sprachen nehmen. Echt? Seit wann sind Sie auf der Straße? Ungefähr 2 Jahre. Und woher kommen Sie? Ich komme aus 2 Staaten, Ungarn und Bulgarien. Ah, okay. Ich bin eine Mischung, ja. Ein Missverständnis. Auf der Straße lebt Herr S., weil ihm in Mörfelden-Walldorf überraschend die Wohnung gekündigt wurde. Er ist unverschuldet in diese Situation geraten, sagen die Sozialarbeiter. Okay. Der Tag ist noch lang, genau. Ja. Okay. Und die Nacht ist noch nicht noch länger, vor. Genau. Okay, also dann tschüss. Wir gehen tschüss, mal weiter, ne? Tschüss. Dank. Gerade in der Weihnachtszeit kommen immer mehr Wohnungslose in die Frankfurter Fußgängerzone. Ihr Platz ist die Straße, die B-Ebene in der Hauptwache. Sind solche Sitzrondelle. Also hier ist halt, dadurch, dass natürlich auch hier die Geschäfte sind, kann man hier gut Sitzungen machen. Also hier ist viel Laufkundschaft, hier sind die Leute auch ein bisschen freigebiger und das lohnt sich dann schon für die Leute hier, sich aufzuhalten und hier ihre Anwesenheit zu zeigen. Ist lustig, Sie sagen Sitzung machen, ne? Ja, so nennen Sie das selber, ihr Betteln auf der Straße, nennen Sie selber Sitzung machen. Ihr eigener Ausdruck, den Sie sich irgendwann mal so gegeben haben. Muss man da überhaupt so reden? Ja, also das ist, also wenn ich jetzt jemanden anspreche, dann kann ich auch mal fragen, und hat sich heute schon gelohnt, Sitzung machen? Ja, das kann ich schon ansprechen, ja. Jürgen Mühlfeld und Regina Klinke machen sich mindestens 3-mal die Woche auf den Weg, um den Kontakt zu ihren Klienten zu halten. Sie kennen die Menschen, die auf der Straße leben, mittlerweile sehr gut. Beraten, helfen ihnen im Krankheitsfall, helfen ihnen aus der Sucht. Gehen wir da hinten rum, ja. Am meisten zählt allerdings die Zuwendung. 2 ältere Damen. Eine von ihnen lebt auf der Straße, die andere bekommt so wenig Rente, dass sie betteln muss, damit sie und ihr Mann überleben können. Aus Solidarität hilft die eine der anderen, der es noch schlechter geht. Wenn das Mensch krank ist, ich will helfen. Ja. Und obwohl es ihnen selber nicht gut geht, das ist aber nicht nett. Gut, ja. Aber ich will helfen. Ja, Gott helfe mich. Ein Vormittag mit den beiden Sozialarbeitern zeigt viele verzweifelte Lebenswege. Und gerade zu Weihnachten wiegen sie schwer. Emotional ist natürlich Weihnachten, Adventszeit eine besondere Zeit. Und dann ist es auch nachvollziehbar, dass sie versuchen, eben durch Sitzung machen, also indem sie auf der Straße sind und einen Becher hinstellen und betteln, da auch versuchen, irgendwie ein bisschen teilzuhaben an dieser besonderen Zeit. Ja. Regina Klinke und Jürgen Mühlfeld, sie helfen beim Überleben auf der Straße. Nicht nur zu Weihnachten, das ganze Jahr über.